Ja, die immer neuen Arbeitswelten. Die Arbeitswelten finden sich in einem ständigen Wandel. Das haben ja auch schon meine Vorredner dargestellt. Aber im ersten Schritt möchte ich erst noch mal was über uns erzählen. KSP Jürgen Engel Architekten. Sie sind Teil der Belegschaft. Wir haben 6 verschiedene Standorte mittlerweile, 4 davon in Deutschland, 2 in China. Mittlerweile 300 Mitarbeiter und 180 davon hier in Frankfurt. Unsere Kollegen kommen aus allen Teilen der Welt, was wir auch sehr bereichernd finden. Hier sehen Sie mal ein paar Impressionen bei uns aus dem Büro. Zum Teil aus der Arbeit, zum Teil von Unternehmensveranstaltungen. Wir verfolgen den eher ganzheitlichen Gedanken der Architektur und Innenarchitektur, also sehen das Gebäude als Ganzes. Deswegen sind wir auch, was unsere Services angeht, recht breit aufgestellt. Das heißt über Stadtplanung, Architektur, aber auch bis zur Innenarchitektur und Produktdesign, was jetzt in mein Ressort fällt. Im Bereich Innenarchitektur sind natürlich dann auch unsere Projekte so vielfältig wie unsere Projekte auch im Büro. Unsere Schwerpunkte liegen bei den Büroarbeitswelten natürlich und der Wohnungsbau, der auch in Frankfurt sehr stark vertreten ist. Genau. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, die immer neuen Arbeitswelten. Arbeitswelten, damit beschäftigen wir uns ja schon seit Jahrzehnten und auch die Arbeitswelten werden immer wieder durch Zyklen und Trends beeinflusst. Schon seit den 1960er Jahren zum Beispiel hatte man sich die Bürolandschaften angeschaut als neue Büroform. Man hatte unglaubliche Bürotiefen, hatte dadurch die Möglichkeit, die Mitarbeiter sehr flexibel anzuordnen. Die Kommunikationswege sind sehr kurz. Nachteile sind natürlich die etwas schwierige natürliche Belichtung und auch der unglaubliche Geräuschpegel, der natürlich bei sowas entsteht. Also der Verlust an Privatsphäre war natürlich einer der großen Nachteile, was das angeht. Aufgrund dessen hat man in den 1980er Jahren ist man dazu übergegangen, auch auf Trends aus Skandinavien her, dass man versuchte, die Vorteile des Großraumbüros und der Zellenstruktur miteinander zu verbinden. Das Zellenbüro, das natürlich einen großen Teil an Privatheit fördert, aber sehr unflexibel ist im Prinzip in der Raumaufteilung und auch Kommunikation stark behindert, sollte in Kombination mit dem Großraumbüro und zentralen Servicebereichen in den Mittelzonen diese Fehler kurieren. Ab den 1990er Jahren beschäftigte man sich aber wieder überwiegend mit dem Großraumbüro, mit der Idee, dass man auch nonterritoriale Bürokonzepte verfolgen kann. Das heißt, dass der Arbeitsplatz nicht immer der eigene Arbeitsplatz sein sollte, sondern dass man auch die Arbeitsplätze wechseln konnte. Hier war man natürlich eingeschränkt über den technischen Fortschritt, der damals noch nicht so weit fortgeschritten war an der Stelle. Also man konnte noch nicht so mobil arbeiten wie heute. Das sind natürlich gravierende Unterschiede. Also im Prinzip kann man, wie auch schon der Vorredner gesagt hatte, eigentlich überall arbeiten mittlerweile mit mobilen Geräten. Und deswegen geht es auch ab den 2010er Jahren eigentlich immer mehr in die Richtung der Third Places, also die dritten Arbeitsorte. Der Ort neben dem eigenen Zuhause und neben dem eigentlichen Arbeitsplatz, der für Kommunikation und für Austausch, aber auch für mobiles Arbeiten, Rückzugsorte geschaffen werden sollen. Deswegen die Frage, was sind denn die Anforderungen an die zukünftige Arbeitswelt? Die sind sehr vielfältig. Wir gehen eigentlich immer so daran, also es hängt natürlich auch sehr stark mit der Unternehmenskultur einfach zusammen. Also unabhängig davon, wie jetzt gerade der technische Fortschritt aussieht, also in welchem Jahrzehnt wir uns befinden, was für technische Möglichkeiten vorhanden sind, und auch welche Arbeitsformen aktuell im Trend liegen, beziehungsweise welche gesellschaftlichen Entwicklungen wir auch haben, ist es so, dass natürlich auch jedes Unternehmen eine identitätsbildende Architektur und Innenarchitektur sich wünscht und dass auch jedes Unternehmen anders arbeitet und eine individuelle Lösung benötigt. Deswegen schauen wir uns im zweiten Schritt den Arbeitgeber an, welche Ziele dieser verfolgt und welche Philosophien dieser auch für sich einnimmt. Und schauen dann natürlich auch, welche Arbeitsplätze benötigt werden, damit die Mitarbeiter gut arbeiten können und welche zusätzlichen Räume noch benötigt werden. Und der dritte Schritt ist natürlich der Mitarbeiter, der immer im Mittelpunkt stehen sollte, denn er soll ja die Leistung im Unternehmen bringen.
Was benötigt ja Mitarbeiter, um eben seine bestmögliche Leistung bringen zu können? Das sind natürlich Orte, natürlich der eigene Arbeitsplatz, das steht auch immer in Frage. Braucht man einen eigenen Arbeitsplatz oder braucht man den nicht? Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen und je nach Branche. Ein Außendienstmitarbeiter braucht sicherlich vielleicht keinen eigenen festen Arbeitsplatz im Unternehmen, der würde meistens nur leer stehen. Aber die Dame aus der Buchhaltung möchte sich vielleicht dann doch nicht jeden Tag einen neuen Ort suchen und möchte ihre Unterlagen auch gerne mal am Schreibtisch liegen lassen. Aber neben dem eigenen Arbeitsplatz brauchen wir eben noch zusätzliche Räume, Ruhezonen einmal, um dem Lärm auch im Großraumbüro vielleicht entfliehen zu können für konzentrierte Arbeit. Dann Kommunikationszonen, die sehr wichtig sind, um auch Innovationen zu fördern. Denn die meisten Ideen entstehen in der Kaffeeküche im Prinzip. Und wenn Sie die Mitarbeiter oder Ihre Kollegen nicht treffen, dann können diese Ideen nicht entstehen. Und Teamarbeitsbereiche natürlich, die gemeinschaftliches und flexibles Arbeiten ermöglichen und ja auch den Austausch fördern. So, dann kommen wir auch zu den Projektvorstellungen. Ich möchte Ihnen jetzt vier Aspekte nochmal vorstellen, immer am Beispiel von den von uns gestalteten Projekten. Zum einen das Bürohochhaus, zwei verschiedene Ansätze, also so unterschiedlich wie jedes Unternehmen ist, können auch die Ansätze für die Bürogestaltung, auch für die Gebäudegestaltung im Endeffekt sein. Also wir haben jetzt einmal das Projekt Die Deutsche Börse und SAP in Eschborn. Beide Projekte stehen auch räumlich sehr nah beieinander. Genau. Einmal die Deutsche Börse als sehr eher introvertiertes Gebäude mit einem sehr beeindruckenden großen Atrium in der Mitte. Zwei Hochhäuser, die sich um dieses Atrium schlingen im Prinzip. In diesem Atrium als Zentrum und Herz des Gebäudes haben wir die Art Collection der Börse, was auch ein sehr identitätsgestiftendes Element für die Mitarbeiter dort ist. Sie haben dort freien Zugang. Es wird auch ab und an mal ein wirklich öffentlicher Zugang zu dieser Art Collection gewährt. Vom Grundriss her ist es so, dass eben schon die benannten zwei Hochhaustürme sich um das fast 80 Meter hohe Atrium schlingen. In diesem Atrium befinden sich diverse Kommunikationsbereiche. Also Sie haben Cubes, in denen Sie informelle Besprechungen abhalten können, einen großen Balkon in den vorderen Bereichen. Und auch, was auch ganz interessant ist, sämtliche Verkehrswege befinden sich eigentlich innerhalb dieses Atriums. Das heißt, die Büroflächen werden an sich sehr beruhigt. Also Sie haben dort nicht diesen Durchgangsverkehr, den Sie normalerweise in größeren Strukturen haben würden, sondern der findet wirklich tatsächlich komplett im Atrium statt. Was hier auch noch interessant ist, die Deutsche Börse ist an der Stelle nur Mieter. Es ist kein Eigengenutz, also es ist kein eigenes Gebäude. Und aus diesem Grund wurde dieses Gebäude auch für die Nachnutzung konzipiert. Das heißt, das Gebäude, wir haben hier vier verschiedene Büroeinheiten, wären auch alle einzeln nutzbar. Also man könnte dieses Gebäude auch kleinteilig vermieten, sollte sich die Börse irgendwann mal überlegen, aus diesem Gebäude herauszugehen. Das ist auch ein Thema, das wir uns natürlich immer anschauen, die Nachnutzung des Gebäudes, Nachhaltigkeit des Bauens an sich, dass man Gebäude zwar schon auf den Nutzer auch zuschneidet, aber natürlich auch eine Nachnutzung ermöglicht. Hier sehen Sie nochmal ein Bild von den informellen Bereichen im Atrium, also in diesen Würfeln, die Sie hier dort sehen, sind Besprechungsräume. Auf den Dächern kann man ebenso sitzen, die sind zur freien Verfügung und eben diese schönen Balkone hier vorne, die auch aus den Büroflächen zu begehen sind. Genau, nochmal ein Blick in das beeindruckende Atrium wirklich, in dem auch die Akustik unglaublich gut ist. Man mag es nicht meinen, man hat ja sehr viele schallharte Oberflächen, aber es ist unglaublich leise dort. Genau, zweites Projekt, gleich nebenan, ein recht neues Projekt von uns, erst 2018 fertiggestellt worden für SAP, das extrovertierte Hochhaus. Sie haben zwei Scheiben Hochhaus, das eigentlich die maximale Fassadenfläche ermöglicht. Wir haben 8 Eckbüros anstatt 4. Hier sehen Sie das modern eingerichtete Casino im Erdgeschoss, also auch den Mitarbeitern dort. Dort haben wir eigentlich auch so die aktuellen Arbeitswelten, die dort umgesetzt werden. Den Mitarbeitern stehen auf zwei verschiedenen Ebenen jeweils zweigeschossige Räume als informelle Treffpunkte zur Verfügung. Also sie arbeiten in den normalen Arbeitsflächen, aber für Pausenbereiche haben sie eben diesen sehr schönen Raum, der auch eine zweigeschossige Fassade hat. Und hier auf dem Grundriss sieht man nochmal auch, wie wandelbar dieses Gebäude trotzdem ist. Also wir haben hier auf dem Grundriss eine normale Zellenstruktur, die man sieht, die
die optimal auch in das Gebäude eingefügt werden kann. Aber auf den meisten Flächen haben wir eigentlich einen solchen Grundriss, also wo die Mitarbeiter normalerweise sitzen, wo sie auch eigene Arbeitsplätze haben, aber auch diese, wie schon genannten, zusätzlichen Räume für Rückzugsbereiche und für Teamkommunikation, die vielleicht auch einfach aus der Fläche rausgehört, damit die Mitarbeiter einfach auch Ruhe haben an ihrem Arbeitsplatz. Genau, hier nochmal ein schöner Ausblick zwischen den beiden Hochhausscheiben. Dann kommen wir zum zweiten Thema, kommunikative Bereich, informelle Treffpunkte als sehr wichtiges Element. Da haben wir auch ein etwas älteres Projekt, aber die Nutzer sind immer noch sehr, sehr zufrieden. Das ist S. Oliver in Rottendorf, das Headquarter. Hier lebt der Grundriss von der zentralen Kaffeeküche eigentlich, die auch die Erschließung über die Geschosse darstellt. Also im Zentrum des Gebäudes haben Sie in diesem Bereich hier vorne eben diese zentrale Erschließung über die Freitreppe und dort eben auch den informellen Treffpunkt. Und jeder Mitarbeiter, der eben das Gebäude betritt oder ihr seine Pause macht, muss dann eben auch an diesem Ort vorbei. Also dort hat man das auch schon erkannt. Auch wenn die Zellenstruktur, die wir jetzt hier haben, natürlich eher die klassische Variante darstellt, aber es gibt auch Großraumbereiche. Hier sieht man jetzt nochmal die schöne Freitreppe. Genau, also die Arbeitsplätze dort sehen natürlich momentan eher so aus. So, und hier haben wir nochmal die Farbe als Identitätsträger auch. Also das Logo, die Farbe im Logo zieht sich auch durch das komplette Gebäude hindurch, spiegelt natürlich dann auch irgendwo die Identität des Gebäudes wieder. Zweites Projekt ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg in Potsdam. Ist sehr schön gelegen, mit dem Blick ins Grün hier natürlich ein ganz klarer Außenbezug des Gebäudes. Die drei Blöcke öffnen sich hin zur schönen Landschaft. So, hier auch ein großes Atrium, das auch als Kommunikationsbereiche für informelle Gespräche dient. Hier sieht man auch, gibt es einen Blick runter in das Auengeschoss, also da schaut man auch sehr schön unten raus ins Grüne. Hier haben wir noch ein paar Variantenuntersuchungen, um auch zu schauen, uns ist es immer sehr wichtig, dass die Gebäude möglichst flexibel sind, damit sie eben auch für das nächste Jahrzehnt gewappnet sind im Prinzip. Und deswegen haben wir da verschiedene Variantenuntersuchungen gemacht, wie dieser Block eigentlich belegt werden kann, damit man eben da die optimale Abmessung auch rausfinden kann. Genau. Hierzu nochmal ein Bild, wie es jetzt aktuell geworden ist. Hier haben wir nochmal einen Grundriss vom Auengeschoss. Da befindet sich hier unten die Cafeteria mit dem Blick raus ins Grüne. Das Bild zeigt zwar nicht den Blick raus ins Grüne, aber Sie können es erahnen, wenn Sie nach rechts schauen. Genau. So, und jetzt nochmal Raumteilung unterschiedlich interpretiert. Also, wie gesagt, unsere These ist ja auch, dass es sehr von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist. Man kann damit sehr unterschiedlich auch umgehen mit Raumteilung. Zum einen haben wir jetzt zwei Revitalisierungsprojekte. Das eine ist die Taunusanlage 11 in Frankfurt. Hauptmieter ist eine sehr große Anwaltskanzlei. Die haben natürlich ganz andere Anforderungen auch an Vertraulichkeit. Deswegen ist es so, dass man da natürlich nicht aus der normalen Zelle herauskommt. Wir haben einen sehr schönen, großen, repräsentativen Empfangsbereich, in dem die ganzen Klienten empfangen werden. Auf den Bürogeschossen eben die klassische Zellenstruktur, aber auch schon da haben wir angefangen, eben zu sagen, die kleinen Teeküchen, die früher als zwei Achser vorne an die Fassade gedrängt wurden, die reichen eigentlich nicht. Man will die Kommunikation auch in so einer Büroform stärken und haben eben in den Fluren die offenen Teeküchen, wo sich auch die Anwälte, wenn sie ihre konzentrierte Arbeit geleistet haben, dort mal zu einem Kaffee treffen können. Genau. Zusätzlich gibt es noch eine Mitarbeiter-Lounge, die sich auf einem Geschoss befindet. Und es gibt eine sehr schöne, große Mitarbeiter- bzw. auch für externe Lounge, die sich im oberen Geschoss befindet. Das sehen wir auch nochmal hier, die Sky Lounge mit einem sehr schönen Ausblick auch auf die Skyline. Ganz anderer Ansatz, Revitalisierung ist ein Wettbewerb, den wir mitgemacht haben für Google in Berlin. Da ist es so, dass wir auch ein Bestandsgebäude haben, das sehr beengte Grundrissstrukturen eigentlich hat, aber auch hier steht die Kommunikation im Mittelpunkt.
Das heißt, eine große Freitreppe und Kommunikationssaal im Herzen des Ganzen. Hier haben wir aufgrund der schon sehr engen Strukturen uns für eine sehr textile Raumabtrennung entschieden, um dem Ganzen eben nicht noch mehr Wände hinzuzufügen. Und sind hier eher damit umgegangen, das Ganze mit Vorhängen zu lösen, die natürlich eine akustische Wirkung haben, aber auch dem Mitarbeiter ein wenig mehr Privatsphäre ermöglichen. Hier sieht man dazu nochmal einen Grundriss bzw. eine kleine Isometrie, die wir gemacht haben vom Erdgeschoss, wie sich das auch als Thema durchs komplette Haus ziehen kann. Genau, dann innovative Arbeitswelten, gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Haben wir zum ersten auch noch einen Wettbewerb, den ich Ihnen zeigen möchte. Das ist auch ein Headquarter in Heilbronn. Hier ging es darum, dass wir eine sehr kleinteilige Umgebungsbebauung haben und dort ein sehr großes Headquarter unterbringen sollten, auch mit verschiedenen Produktionshallen und so weiter. Und das ist natürlich keine so ganz einfache Aufgabe ist. Aber wir wollten die Qualität der Natur da erhalten und auch für die Mitarbeiter möglichst viele Ausblicke also bieten in die Natur. Die sämtlichen unschönen Dinge haben wir da in die Landschaft integriert. Also alles, was man eigentlich nicht sehen möchte und kein Tageslicht erfordert, befindet sich unterirdisch und nur die Arbeitsplätze befinden sich oberirdisch. Innovativ, weil Holzbau und stützenfreie Konstruktion. Sie haben eine sehr große Flexibilität im Grundriss und Sie haben natürlich dadurch, dass es ein rundes Gebäude sind, auch keine Innenecken. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, irgendwo auch nach draußen zu schauen. Genau, das ist ein Projekt, das sich von uns, das sich gerade im Bau befindet. Ein Projekt in Klingenberg für Vika. Hier haben wir eine ganz andere Struktur, eher eine sehr, ich zeige es mal hier, wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht, aber eigentlich ist das ein Kamm, also ein Doppelkamm. Aber auch noch moderner einfach interpretiert, also die Vorteile eines Doppelkamms einfach dazu genutzt, ein modernes Gebäude zu bauen. Wir haben eine sehr große, schöne Multifunktionsveranstaltungshalle, die zum einen für die Mitarbeiter genutzt werden kann, aber auch für Veranstaltungen. Und hier sieht man mal eine Isometrie vom Grundriss. Also wir haben eine Magistrale, die in der Mitte durchläuft, die das kommunikative Herz des Ganzen ist und natürlich auch sämtliche Verkehrswege beinhaltet, aber auch sehr viele informelle Bereiche. Also sie haben dort Cafés und die Bibliothek, die Mitarbeiter können sich dort aufhalten und austauschen, auch abteilungsübergreifend. Wir haben sehr schöne, breite Büroriegel, die sehr multifunktional nutzbar sind, auch mit einer Übertiefe, sodass in der Mitte feste Räume installiert werden können für Besprechungszonen, Rückzugsbereiche und so weiter. Wika an sich hat jetzt aber noch den Anspruch, dass sie also eigene Arbeitsplätze benötigen, weil auch sehr hohe Ansprüche an diese Arbeitsplätze gestellt werden. Also hier sind tatsächlich Entwickler am Werk, das Ganze muss auch elektrisch ableitbar sein. Das Ganze liegt aber auch in den Weinbergen, also der Bezug nach außen ist uns da auch sehr wichtig. Also die einzelnen Büroriegel haben drei Seiten, die nach außen gerichtet sind und Ausblicke ermöglichen. Hier nochmal zu der Farb- und Materialwelt. Also wir gehen hier bei dem Thema auch wirklich mal auf die Farben und die Materialien ein, um den Mitarbeitern eine motivierende Umgebung zu schaffen im Prinzip. Wika an sich ist jetzt nicht grell bunt, ist vielleicht nicht Google oder ähnliches, aber Farbe beeinflusst ja schon den Menschen auch positiv, beziehungsweise kann auch, wenn es die falsche Farbe gewählt ist, negativ beeinflusst werden. So, hier haben wir jetzt mal ein paar Raummodule, diese Third Places, die wir ausgearbeitet haben für die Mittelbereiche in den Büroflächen. Das heißt, wir haben in der unteren Riege eher die Teamarbeitsbereiche, die auch unterschiedlich ausgeformt sein müssen, um eben unterschiedliche Dinge zu unterstützen. Der Workshop zum Beispiel, der eher fürs Brainstorming gedacht ist, wo Möbel eher hinderlich sind im Prinzip, aber natürlich dann auch Meetingbereiche, wo man Videokonferenzen abhalten kann, da aber auch verschiedene Sitzangebote anzubieten, um eben die Rückengesundheit der Mitarbeiter zu erhalten und auch zu fördern. In den oberen Bereichen finden Sie eher die Ruhebereiche, die Ruhezonen, wo sich die Mitarbeiter mal zurückziehen können aus der Bürofläche und vielleicht auch den Blicken der anderen Kollegen entziehen. So, zum Schluss nochmal kurz die Leitsätze, nach denen wir
eigentlich versuchen, alles zu gestalten. Und zwar möchten wir für jeden eigentlich ein motivierendes Arbeitsumfeld schaffen, die Kommunikation definitiv fördern und stärken und die Identität des Unternehmens in der Innenwahrnehmung auch unterstützen. Das ist in Zeiten, in denen Fachkräfte immer mehr zur Mangelware werden, ist natürlich auch die Arbeitgeberattraktivität da stark im Vordergrund und die körperliche und physische Gesundheit natürlich der Mitarbeiter. Immer mehr Leute haben Rückenprobleme, darauf muss man auch in dem Mobiliar eingehen und eben dafür auch sorgen, dass es da verschiedene Sitzangebote gibt. Nachhaltigkeit sehen wir eher als Thema auch durch Flexibilität der Bürogrundrisse. Also das Gebäude sollte so gestaltet sein, dass es auch nachnutzbar ist und eben flexibel zu nutzen. Genau, und die äußere Hülle und die Innenarchitektur sollten Hand in Hand gehen. Deswegen wird bei uns jetzt auch der Fokus eher stärker auf die Innenarchitektur auch gerichtet. Zusätzlich zur normalen Architektur, weil eben auch dort schon Weichenstellungen notwendig sind. Ja, dann vielen Dank. KSP hier in Frankfurt, wo habt ihr das Büro? Auf der Hanauer Landstraße. Okay, das also wissen jetzt wahrscheinlich alle, wo das ist. Im Ostend, ja. Okay. Wie wird bei euch gearbeitet? Wie sieht bei euch das Büro aus? Wir sitzen auch im Großraumbüro. Okay. Wir haben natürlich auch immer das Thema im Architekturbüro, wir sitzen nie lange am gleichen Ort. Das finden recht oft Umzüge auch statt, projektbezogen. Also wenn ein Projekt einfach seinen Zyklus durchgelebt hat, gibt es eine Reduktion der Mitarbeiter oder ein Projekt bräuchte jetzt gerade mehr Mitarbeiter. Deswegen ist unser Büro eigentlich sehr flexibel aufgebaut. Ja. Kein fester Arbeitsplatz? Doch, es gibt feste Arbeitsplätze, aber die werden immer wieder neu gruppiert, je nachdem, wie man gerade an einem Projekt zusammenarbeitet. Okay. Dass eben die Mitarbeiter, die zusammenarbeiten, auch möglichst kurze Kommunikationswege haben. So alle paar Jahre mal? Findet ein Wechsel statt dann wahrscheinlich? Auch so ein, zwei Mal im Jahr tatsächlich. Also für den einzelnen Mitarbeiter jetzt nicht unbedingt. Also der sitzt natürlich auch länger an einem Projekt und teilweise auch über Jahre hinweg. Aber wir haben im Büro so ein bis zweimal einen großen Umzug, in dem dann alle mal Stühle rücken. Okay, wie arbeitet der Chef bei euch? Er hat sein Einzelbüro natürlich. Da haben wir es wieder. Genau. Gut, also du sagst, Büro muss natürlich abgestimmt sein auf das, was zum Auftrag passt oder zum Bauherrn, sage ich mal. Dennoch ist man als Architekt natürlich auch immer irgendwie beratend tätig, weil Bauherren manchmal nicht unbedingt wissen, was wirklich zu ihnen passt, sondern nur eine grobe Vorstellung davon haben. Das heißt, es ist so eine Art Change Management, das man da auch betreiben muss und vielleicht auch eine Art Wechsel in der Arbeitskultur schaffen muss. Sind die Bauherren bei euch offen für solche Dinge? Macht ihr das dann überhaupt oder wie weit geht ihr da? Also in gewissen Rahmen natürlich ja. Also wir schauen uns am Anfang eben jeden Bauherrn ganz genau an und sprechen Empfehlungen aus, wie wir sie sehen. Weil oft ist es natürlich auch so, wenn man, Sie kennen es ja auch wahrscheinlich selbst, wenn man selbst im Unternehmen sieht, wird man auch so ein bisschen betriebsblind. Deswegen ist für uns auch die Analyse am Anfang wirklich sehr wichtig. Und danach beraten wir den Bauherrn natürlich in diese Richtung. Um eben da auch Vorschläge zu machen, wie man eben Kommunikation fördern kann, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel einer Anwaltskanzlei zum Beispiel, und da Ideen zu geben. Aber im Endeffekt sitzt natürlich jedes Unternehmen gerne so, wie es gerne sitzen möchte. Das heißt, man kann da nur beratend tätig sein. Wir sind ja auch Berater. Okay, aber ihr gebt da auch wirklich... Auf jeden Fall, Stoff. Natürlich. Okay. Wollen ja auch neue, schöne Projekte. Ja, also wir haben jetzt auf den Plänen ja schon einige Zellenbüros gesehen, sozusagen. Also ja. Das heißt, Zellenbüro ist lange nicht tot, sozusagen. Und, ja, und viele wollen es ja auch haben, genau. Das eigene Büro. Aber glaubst du, aus deinem Standpunkt heraus, ist es wirklich immer gerechtfertigt, wenn die es unbedingt haben wollen? Das Zellenbüro? Ja. Nicht unbedingt. Also ich finde, Großraum hat sehr viel Potenzial und ich denke, man muss sich da aber auch so ein bisschen dann erstmal daran gewöhnen und da freimachen, vielleicht mal eine Testphase auch fahren. Viele Leute haben natürlich Angst davor, jetzt aus ihrem Zellenbüro rausgezogen zu werden und im Großraum zu sitzen, gerade Führungskräfte. Aber ich denke, man muss das als Chance auch sehen, neue Flexibilität zu haben, dass man überall arbeiten kann, dass man nicht nur an seinem Arbeitsplatz quasi verhaftet ist, sondern dass man sich eben auch flexibel mit den Mitarbeitern zusammensetzen kann oder sich eben auch mal seine Ruhe
holen kann, indem man sich eben einen anderen Arbeitsort sucht. Mhm. Ja. Gibt es denn für dich, du bist ja innenarchitektonisch dann auch sehr viel tätig, gibt es für dich so eine Art ideales Bürokonzept, was du gerne öfter mal sehen würdest? Das ist relativ schwierig, weil ich finde, es ist wirklich ein Maßanzug. Also es muss auch zu dem jeweiligen Unternehmen passen, einfach. Also was sich viele jüngere Kollegen sicherlich wünschen, ist einfach mehr Flexibilität. In puncto kann man wirklich mobil arbeiten mit einem Laptop, sich von zu Hause eben einwählen oder eben aus dem Café. Aber die Notwendigkeit natürlich der Anwesenheit und der Kommunikation innerhalb der Büroräume ist natürlich auch sehr wichtig. Und das ist auch ein elementarer Aspekt. Ich glaube wirklich, es ist ein Maßanzug. Also ich würde jetzt mich nicht darauf festlegen wollen. Für dich persönlich gibt's irgendwas, was du selbst gerne hättest, was du nicht hast? Och, also wir sind bei Caspi tatsächlich sehr frei, was das angeht. Okay. Also das ist das Schöne, man kann sich eigentlich, also die Ohren sind immer offen, sagen wir es mal so, auch für neue Anregungen. Man darf das dann eigentlich auch immer ausprobieren, deswegen bin ich da eigentlich sehr zufrieden. Und aber ich glaube natürlich, die Seele der jüngeren Generation spricht natürlich eher für die moderne oder aktuelle auch Arbeitswelt der Third Places, also dass man sich frei bewegen kann. Du sagst jüngere Generation. Siehst du da so einen Generationenkonflikt, jung-alt? Nicht unbedingt. Also das kann auch sehr, ist nicht unbedingt vom Alter abhängig, muss man tatsächlich sagen. Also ich würde jetzt eher sagen, die Konzepte von früher, nicht unbedingt die Personen von, die dort schon gearbeitet haben. Also viele auch ältere Kollegen freuen sich auch über die neuen Arbeitsplatzkonzepte und nehmen das sehr gut an. Wohingegen auch viele jüngere Kollegen sagen, nein, ich möchte mal meinen eigenen Arbeitsplatz haben und am liebsten hätte ich auch ein Einzelbüro. Vielen Dank, Jennifer Ester. Dankeschön.